Nichts ist so sicher wie der Tod und nichts ist so unsicher wie unser Wissen darum. Im Landesmuseum Burgenland entsteht gerade eine etwas andere Schau, die sich genau mit dieser Thematik auseinandersetzt. Die Sonderausstellung Kulturen des Abschiedes und des Erinnerns wirft ab 7. März den Blick auf die vielschichtigen Aspekte von Sterben, Bestattung und Gedenken durch die Zeitalter hinweg. Kuratorin Elke Ferderbar beschäftigt sich schon sehr lange mit den oft unbekannten Aspekten des Abschiednehmens und Erinnerns. Ich habe mich schon mein ganzes Leben intensiv mit dem Tod beschäftigt, mit allen seinen Facetten, sei es jetzt dann eben, warum stirbt man, was passiert danach, wie gehen die Angehörigen damit um, welche Objekte sind aus dem Ganzen entstanden. Ja, daher eigentlich. Ja. Also ich gehe sehr gerne auf Friedhöfe, beschäftige mich dann auch mit den Namen auf den Gräbern, mit dem Grabschmuck, mit den Arten der Gräbern, mit den verschiedenen Friedhöfen, die es mittlerweile gibt. In letzter Zeit lassen sich Menschen gerne verbrennen und zum Beispiel in einem Waldfriedhof bestatten. Das Erinnern an liebe Verstorbene hat zur Entstehung verschiedenster, heute oft unbekannter Gedenkobjekte geführt. Wir haben einen wunderschönen Grabstein hier, wo leider zwei Kinder gestorben sind, Geschwister, im Alter von 4 und 7 Jahren. Wir erfahren auch auf Grabsteinen etwas von Krankheiten. Also viele Krankheiten, die ja heute eine Lappalie sind, haben früher zum sicheren Tod geführt. Dann beschäftigen wir uns mit den Jenseitsvorstellungen verschiedener Religionen. Und dann natürlich mit den Bestattungsritualen, mit den Bestattungsarten. Das ist eigentlich der umfangreichste Bereich in der Ausstellung. Und am Schluss geht es dann noch um Gedenken und Erinnern. Mit welchen Objekten hat man sich beholfen, an seine Verstorbenen sich zu erinnern? Ja? Zum Beispiel Totenmasken oder Totenfotografien, einen Altar für Soldaten, die im Krieg gestorben sind, wo man kein Grab hatte. Und dann später natürlich herkömmliche Fotografien.